Willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Nuzlocke mit dem Chicken und Miu. Ja, nach diesem letzten Troll von Miu. Jetzt bei Kamadora. Sind wir wieder die besten Freunde, stimmt's, Miu? Miu! Auf einer neuen Route mit einem Angler-Typi. Was manche Anglern, wenn sie mal auf die Toilette... Was machen Anglern, wenn sie auf die Toilette müssen? Ich gehe nicht. Niemals. In der Zeit könnt ihr etwas anbeißen. Ja. Schön für dich. Arthur. Kriegt Chuvagu das hin? Los, Chuvagu, du schaffst das! Du bist vergiftet. Toll! Miu! Miu ist auch traurig darüber. Kiba! Kiba, Tantar hat dir deinen Kiba gestohlen. Beiß ihn oder was auch immer du machst. Why, Tentara, why? I hate you so damn fucking. Ich hab doch noch Gegengift, oder? Ja, hab ich. Schön. Schön. Ich hasse dich trotzdem. Ja, Miu mag es auch nicht, vergiftet zu werden, weil Gift ist böse. What did I say? Ha? Gift ist böse. Und Tentara ist jetzt auch böse. Also Qualle. Quallen sind generell böse. Und tödlich. Aber vor allem böse tödlich. Mit Superschall auch noch. Meine ganzen Gegengifte. So. Kiba, spüre Mius Macht. Du bist auch noch langsamer. Böse. Das ist doch nicht mehr feierlich. Zerstör es einfach nur. Ich bräuchte ein Gift oder ein Stahl-Pokémon. Natürlich jetzt gerade keins zur Hand. Ja, ich habe verloren, weil ich nicht auf die Toilette gegangen bin. Jetzt mal zurück ins Center. Du kleine Ausgeburt der Hölle. Wie kannst du es wagen, mich zu vergiften? Dafür sollte ich dich ins Meer schubsen. Miu! Ja, zweimal ins Meer schubsen. Nachdem ich dich ins Meer geschubst habe, schubse ich dich nochmal ins Meer. Das ist, als würdest du zweimal explodieren. Hintereinander, ohne Grund. Aber hier war ja noch ein Typi. Noch ein Angler-Typi, Typi, Typi. Was bevorzugst du? Fischen im Meer oder im Fluss? Also, was Marlo bevorzugen will, sind generell Fische. Und da ist es ihm egal, ob es Meer oder Fluss ist, ne? Hauptsache Meer. Mehr Fische für Marlo. Noch viel mehr Fische für Marlo. Pfund. Ach, Platscher, so eine Evil-Attacke. Sie macht nichts. Es passiert nichts. Ach. Ne, Miu? Miu. Hast du eigentlich auch Platscherlärm, Miu? Miu. Welche Attacken kannst du eigentlich, Miu? Außer deine miuischen Mächte an andere weiterzugeben. Tentacha. Los, jetzt kommt Chuvagus Rache. Räche dich! Räche dich! Räche dich!
Na gut, du bist 5 Level unter. Ich hasse dich. Was soll das? Wieso werde ich immer so viel vergiftet? Wieso ich meine Pokémon? Ach, Padoa. Giba! Wuff, wuff. Ja, ich höre ja schon auf, meine Pokémon zu synchronisieren. Das bringt eh nichts. Ja, ich bin wieder lieb, Miu, keine Angst. So, Kiba, Jaula und zerstör das Carpador. Mach aus ihm Fischfilet. Möge das Fisch mit uns sein. Fisch. Ich bin dafür, dass es wirklich Fisch heißt, weil das ist ein viel angenehmer zu sagen als Fisch. Fisch hört sich so bedrohlich an. Das und klingt doch viel süßer als. Aber ich will jetzt nicht mit Süßern auseinanderfassen. Ich habe deinen Text nicht gelesen, egal. Nein! Ich will nicht, nein! Ich will nicht! Ich will dich niemals anrufen! Du hast mein Chuvago vergiftet! Mein armes kleines rosa Etwas! Ja, ihr seid beide rosa Miu, stimmt. Ich darf nicht mehr kleines rosa Etwas sagen, weil sonst fühlt sich Miu immer angesprochen. Egal. Fischen wir ein neues Pokémon. Bestimmt wieder Carpador. Nein. Kann ich an dem Stein fischen? Oh, sogar Sternstopp gefunden. Cool. 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 Aber hier ist sonst nichts. War hier hinten noch Item? Nose. Gib mir ein Pokémon. Ich will nur ein Pokémon. Ach, Carpador wecken. Miu, was hast du gegen mich? Miu. Ah ja, jetzt tu nicht so unschuldig. Bist du immer noch wütend auf mich, oder wie? Miu! Egal. Bald werde ich eine ganze Armee von Carpador haben. Ich werde die Liga nur mit Carpador dann machen. Oh Gott. Miu, ich dachte, du wolltest mich nicht mehr trollen. Miu! Ja, stimmt, das hast du nie gesagt. Du meintest nur, ja, wir sind wieder Freunde. Ja, und täglich grüßt das Carpador. Ja. Ich muss gerade mal Dings raussuchen. Carpador, 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 Carpador. Ja, den Namen fand ich. Bla 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 bla. Ja, ich nenne es blablabla. Jetzt schreibe ich F hin. Fizzer. F und I von F-I-S von Fisch und S-E-R von Wasser halt. Es ist ein Fisch im Wasser. Ich hätte auch noch andere Spitznamen für Carpador zur Verfügung, aber die werdet ihr wahrscheinlich sowieso erfahren, weil die nächsten 3 Millionen, ne, die ich angeln kann, ein Carpador sein wird. Weil gewisse kleine Miu's meinen, mich trollen zu müssen. Ach, Fizzer, willkommen im Team. Mehr oder weniger. Carol wird sowieso. Was hat sie jetzt Fizzer eigentlich für ein Geschlecht? Ach, ist bestimmt sowieso männlich. Alle meine Pokémon sind fast männlich. Außer Prini. Wer ist noch weiblich? Victoria. Kreisle.
werfe ich mal einen Blick auf die kleine Carpador-Armee. Oh Gott, ich sehe doppelt. Natürlich bist du männlich. Habt ihr alle Wassertempo? Ihr habt alle Wassertempo. Milch. Milch. Spezialangriff plus Verteidigung minus. Scheu. Initiative plus, aber dafür Angriff minus. Prini, du hast ein total beschissenes Wesen für einen Garados. Weißt du das? Mal so. Kauzig. Wenigstens du bist neutral, Fizzer. Fizzer-Brizzer. Ja, das Fizzer-Brizzer ist dein Künstlername. Fizzer-Brizzer. Und sie können alle nur Platscher. Aber Prini hat irgendwie genauso viele Angriff. Egal. Miu, was machst du mit mir? Miu? Ich will erstmal noch ein Pokémon fangen. Denn wir haben ja hier immer noch eine Route. Aber... Ich wollte Start drücken. Ich habe da noch sicher Schutz, denn... Ich will in der unteren Ebene ein Pokémon fangen, weil da viel mehr Auswahl gibt als hier oben. Hey du! Hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwieriger. Der Typ, der vorhin schon mal hier war, Troy hieß er, glaube ich. Der weiß, wie man Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen, aber... Das Motto unter uns Wanderern heißt... Jedem aus der Klippe helfen! Deshalb bekommst du von mir dies. 5-5 Blitz! Ja, bring ein Pokémon vor einem Blitz bei und setze sie ein. Damit wird sie die dunkelste Höhle von Licht. Damit wird selbst die dunkelste Höhle von Licht erfüllt. Es sei denn, Checken liest mal wieder den Titel des Buches Die dunkelste Dunkelheit, weil dann geht Infravision mal wieder aus. Moment, Infravision und Blitzen ist nicht dasselbe. Ja, das Buch habe ich nicht mehr trollen. Ich habe dich besiegt. Aber egal, ich brauche sowieso dafür den Orden der Arena von Forsterhaven. Ich könnte die Höhle auch ohne machen. Ich habe sie in meiner privaten Nasenlok ohne gemacht. Na komm. Zur Not habe ich Fluchtseil, oder? Ja. Egal. Einfach immer der Wand entlang laufen. Wände sind cool, Wände sind zum... runter. Ja, da brauchen wir Fahrrad. Haha. Und Steine. Die keine Items für mich haben. Und Schutz, du könntest so langsam wieder mal ausgehen. Da wäre ich dir sehr verbunden. Gut, Schutz wirklich mehr. Jetzt können auch wieder Pokémon erscheinen. Und da brauchen wir Zertrümmerer. Zertrümmerer. Oh Gott. Noch mehr Steine, Felsen und ein neues Pokémon. Was wird es sein? Was wird es sein? Stahl Junior. Stahl Junior. Und ich habe vorhin noch davon geredet, dass ich eine Gift- oder Stahl-Pokémon bräuchte. Stahl Junior wird eines der Pokémon sein, wenn ich es fangen werde, die ich sicherlich nicht in der nächsten Arena einsetzen werde, ne? Vierfach Schwäche. Gegen Kampf ist böse. Und tödlich. Frage ist, wie schwäche ich dich? Ich gebe den Punkt ab. Zu wenig. Das zieht zu viel ab. Umgang gegen Gestein. Das ist
Aber Malu hat sowieso die Angewohnheit, epische Volltreffer hinzulegen, ne? Wasser aus auf Stahl. Das müsste dann neutral auf Stahl Junior sein, weil Pflanze ist nicht sehr effektiv auf Stahl. War sehr effektiv auf Gestein. Haruga, bitte! 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 Ich flehe dich an! Gut. Okay, Haruga! You're the best! Ein Absorber ist der Hund. Ja.